Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Ja, also wenn das jetzt brummelt im Hintergrund oder sowas. Also ich habe jetzt gerade die Klimaanlage da aufgebaut und irgendwie da so hingestellt und so, ne? Und die hat zwar einen Silent-Mode und ich glaube, früher habt ihr die auch eigentlich immer nie gehört, aber man weiß es ja nicht. Also falls es im Hintergrund so ein bisschen jetzt irgendwie brummelt oder sowas, ne? Die ist einen Meter von mir entfernt und das kann deswegen sein, dass das Mikrofon das so ein bisschen aufschnappt, ne? Aber, liebe Freunde, bei mir ist auch mal Sommer hier unterm Dach und da kannst du nicht arbeiten dann, ne? Der Rechner macht das schon von Grund auf an, schon auf 25 Grad. Und dann noch diese Wärme vom Dach, von draußen halt, na, dann hast du schnell deine 40 Grad hier drin. Deswegen war das vonnöten, die Klimaanlage jetzt wieder aufzubauen, damit ihr Bescheid wisst, Leute. Ihr seht es wieder bei der das Olgerchen. Brauche ich gar nicht mehr anmachen, den Filter. Und Jasmine hier irgendwie Stiefel tauschen oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurschteln die hier zu Hause rum. So, Leute, wir haben es jetzt 15.30 Uhr. Es ist noch werktags und 30 Spiele online. Wir gucken mal rum, was hier heute abgeht, ne? Was haltet ihr davon, ne? Ja, Freunde, wer ist es? Es sieht aus wie eine Sporthalle hier, Leute. Guckt euch das mal an, ne? Opferlamm. Wir sind bei Opferlamm. Haben wir letztes Mal auch gesehen, ne? Ey, sag mal, bist du hier irgendwie in eine Sporthalle oder sowas? Das guckt mal nicht aus, ne? Hallo, Grafik. Wo ist die Grafik? Opfer, was machst du hier? Wo sind wir denn hier? Mir sagt der Ort im Moment so noch nichts. Auf jeden Fall sehr mysteriös sieht das aus, ne? Ich finde wirklich so wie eine Sporthalle irgendwie, oder? Aber wir werden es gewahr. Ah. Ey, das ist tatsächlich eine Sporthalle. Da hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, Leute. Okay, dann wissen wir ja, wo wir sind. Obwohl, warte mal kurz. Hä, das ist eine andere Sporthalle. Hier war ich ja noch nie, Alter. Hä? Habe ich hier irgendwie was verpasst hier? Wo ist das denn? Bin ich gerade deppert? Ist hier irgendwie einen neuen Ort, den ich noch nicht kenne? Ey, Leute, ich glaube, ich ja schon 2 Jahre oder so Scoob, ne? Aber den Raum kenne ich überhaupt nicht, Alter. Es gibt ja eine Sporthalle in der großen Stadt, ne? Aber das Ding ist eine andere Halle, Leute. Ich bin perplex. Perplex. Na, das werden wir jetzt mal gewahr, wo der Opferlamm hier ist, Leute. Ich war noch nie hier drin, ey. Habe ich echt was verpasst? Gibt es echt noch Ortschaften, Leute? Die ich nicht kenne? Das wäre unfassbar. Unglaublich. Es gibt nach 2 Jahren Scoob noch was zu entdecken. Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Das kann man nur sagen beim fertigen Spiel. Aber hier kommt ja ständig was Neues zu. Oh Mann, wo ist er denn hin, du Schlingel? Das ist die große Stadt, Mann. Kannst du von aus. Junge. Gymnasia. Also das, ich denke mal, das ist ein Gymnasium oder sowas. Kennt ihr das hier? Also... Das ist ein Zombie. Das ist die große Stadt. Also da war ich ja noch nie drin in der Halle, Alter. Das ist echt hier ein verstecktes Gymnasium, was ich so noch nie gesehen habe. Und was ist das hier? Unglaublich. Guck mal, hier ist nochmal ein kleiner Sportplatz. Also wo sind wir, in welcher Ecke sind wir denn hier gelandet, Mann? Den kenne ich auch noch nicht. Sag mal. Kann denn das sein, dass ich hier die Ortschaft nicht kenne, Leute? Ey, soll... Kennt ihr das? Also, ihr kennt das jetzt hier alles, oder was? Es gibt eine große Sporthalle und auch einen Sportplatz, aber das ist nicht hier. Warte, ich fliege jetzt mal hoch, Leute, mir reicht das jetzt. Da ist der Knödelturm. Der da unten. Da. Falsche Seite. Das würde bedeuten, da ist die Sporthalle, genau. Da ist die Sporthalle, da ist der Trainingsplatz. Das Ding kenne ich. Und von dort aus nach unten ist das hier ein Gymnasium mit Sportplatz. Das ist ja unglaublich. Mensch, Opferlamm, da zeigst du mir noch neue Sachen, Alter. Ja, was denn, ey? Guck mal, das Ding ist ja wirklich irgendwie so ein bisschen halbwegs versteckt, oder? Wer weiß, was es hier noch in der großen Stadt gibt, was ich nicht kenne. Also, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Achso, hier gegenüber ging. Gegenüber von dem Partyshoppen hier, Leute. Das ist ja das Partyshoppen-Ding hier. Soll ich scannen mal eben die Umgebung, ob hier bei uns ein Spieler ist? Eher da oben im Dach, lol. Ja, ihr könnt ja auch die Häuser, die Zimmer mieten und sowas, ne, wenn ihr Bock habt. Das hier ist der Partykeller. Hier gibt's lecker Essen. Und ein Mischpult hier drüben. Guck an. Früher hatte ich da auch mal Bock zu, ne? Also ich hatte das zu der Zeit überlegt, sowas auch mal vielleicht mal auszuprobieren. Da gab's aber noch Schallplatten, Leute.
Mittlerweile hat sich das ja ein bisschen geändert, ne? Da gibt es jetzt nur noch mittlerweile sowas hier. Diese elektronischen Dinger hier. Ne? Aber ich kenne noch die Zeit, da, wie gesagt, ein Kumpel und sowas, der hat das immer mit Platten dann so gemacht und so. Da gab es diese ganze Elektronik noch nicht. So. Da gab es nur Vinyl. Vinyl. Unfassbar, Opala. Da zeigst du mir echt noch ein Haus, was ich überhaupt nicht kenne. Da bin ich hier immer dran vorbeigefahren, das habe ich noch nie gesehen, also... Ein Gymnasium, Leute. Das scheint Gymnasium zu heißen. Vermute ich einfach mal. War das denn hier irgendwie Klassenräume oder sowas? Hier geht die Party ab, ne? Unfassbar, Alter. Da muss ich auch nochmal looten gehen. Das ist eine geile Sporthalle gewesen. Da waren ja so viel... Loot-Dinger da drin, ne? Ja, was will uns das sagen jetzt hier? Dass es sich doch tatsächlich lohnt, mal die Stadt vielleicht genauer unter die Lupe zu nehmen. Oh, guck mal, hier ist eine Bibliothek, ey. Also ich habe auch noch nie eine Bibliothek, glaube ich, gesehen gehabt. Das ist ja unfassbar jetzt hier. Junge, voll nice, Mann. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Das ist doch cool, ne? Jetzt müsste es noch einen Geheimgang geben, dass ich so ein Ding da verschiebt und so was. Karteikarten. Oh, damit habe ich auch gearbeitet. Hier mit so einem Kram und so was. Junge, Junge, Junge. Ja, Freunde. Ich saß nur an der Schreibmaschine mit Karteikarten und so. Ach, köstlich. Alles mitgemacht. Also das... ist schon ein ganz schöner technischer Sprung und sowas. Eine große Veränderung, die meine Generation... ne, also unsere Generation, wir halt, ne, um die 40-Jährigen so roundabout mitgemacht haben, ne? Von nichts, von kein Handy, von null Technik. Und mittlerweile guckte ich mal um, wie schnell der Boom auf einmal kam, ne, mit diesen ganzen technischen Digitalisierung, Industrie 4.0 mittlerweile, ne? Wahnsinn, liebe Freunde. Also wir haben wirklich viel mitgemacht, ne? Aber die ganzen Berufe und sowas, das gibt's ja alles gar nicht mehr, ne? Also es ist tatsächlich so, dass ich einige Berufe habe, die gibt's gar nicht mehr heute, ne? Und das ist halt so, ne? Firmenpleiten habe ich mitgemacht, mehrere sogar. Also ich kann euch da schon einiges erzählen. Aber wir wollen ja Scum spielen, ich weiß nicht. Ich müsste, glaube ich, wieder mal so einen extra Kanal machen, so einen ernsthaften dann. Und aber nachher wird man dann wieder gesperrt, wenn man da über die Realität irgendwie redet oder sowas. Das ist ja in der heutigen Zeit ist das ja schwierig. Ne? Da zählt ja nur eine Meinung und das ist die Mainstream-Meinung. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen bedeckt halten, ne? Nicht, dass ich, ne? Versteht ihr, wie ich meine? Aber sonst interessiert mich halt auf jeden Fall viele Sachen hier. Schöner Platz. Also es freut mich jetzt wirklich, dass ich hier nochmal was Neues gesehen habe. Guck mal, die Kirche, die kenne ich zum Beispiel, ne? Aber ein Ding weiter da unten, da war ich noch nie, Leute. Unfassbare Dinger spielen sich hier an. So, wir sind ja hier in der Kirche, ne? Also ihr könnt hier wirklich Buße tun, wenn ihr mal Scheiße gebaut habt oder sowas. Und wir sind ja nicht umsonst hier auf Insel. Jeder hat mal von uns Scheiße gebaut, ne? Und ihr habt bei mir tatsächlich die Möglichkeit, Leute Buße zu tun. Durch zum Beispiel eine Mitgliedschaft auf meinem YouTube-Kanal oder eine Donation oder ein Sub zum Beispiel im Livestream, ne? Dann werde ich eure Buße so akzeptieren und ich werde eure Sünden dann von euch nehmen, sodass ihr dann frohen Gewissens weiterspielen könnt, Leute. Das biete ich hier bei uns an, bei der LP-Schmiede, Freunde. Also gönnt euch. Tut Buße und legt eure Sünden ab, Freunde. Und ihr seht, dann wird es euch auch besser gehen, ne? Also, lass mal den Klingelbeutel rumgehen, Junge. So, wir gucken mal weiter, ne? Oha, ich habe mal endlich welche hier mit dem Boot erwischt. Sehr schön. Töff, 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 töff. Ein Schütze vorne und der Fahrer hinten, sehr gut. Wird hier die Bunkeranlage erkundet worden sein, wahrscheinlich. Wer ist es denn? Die Rips, Moscha und Joker. Guck an. Wir kommen über die Seeseite, Leute. Da müsst ihr aufpassen. Denn man kann ja mittlerweile auch über See kommen und über die Seeseite auch angreifen, ne? PvP machen oder wie auch immer. Ist schon cool. Wir können ja auch mal wirklich so ein Bootsevent machen irgendwie, ne? So, dass da hinten zum Beispiel, ja, 5 Boote sind mit einer Gruppe Leuten und hier sind 5 Boote und die knallen sich dann ab. Oder jeweils 10, keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, wie viele am Event teilnehmen halt, ne?
So, und dann einfach eine Seeschlacht machen. Was haltet ihr davon? Das ist ja auch geil, ne? So, hier eine Seeschlacht. Die einen fangen bei der Boje an in der Reihe, die anderen fangen da irgendwie an oder keine Ahnung. Und jeder hat nur eine Pistole, ne? Oder eine Armbrust oder sowas. Keine Ahnung. Also jedenfalls nicht diese Hardcore-Sniper oder Sturmgewehre, das wäre irgendwie langweilig. Lieber so Bogen zum Beispiel, ne? Und dann kloppen wir uns, ne? Und der Letzte, der auf dem Boot ist, hat gewonnen, ne? Und die anderen, die sind dann raus aus dem Spiel, die dann hier irgendwie tot gehen. Das wäre doch geil, oder? Das ist so ein cooles Event, ne? Guck an. Ja, Boot fahren und dann gleichzeitig mit einem Bogen zu schießen, ey. Oder mit der Armbrust. Das kann ich mir lustig vorstellen, Leute. Oh, guck mal, da den fetten Dampfer da im Hintergrund. Freunde, da gibt es doch bestimmt richtig viel Loot. Aber wir haben ja noch nicht die Taucherflaschen. Die sind noch in Programmierung, Leute. Die Atemgeräte und sowas, das gibt's schon. Aber die funktionieren noch nicht wirklich, ne? Das Problem. Also. Da müssen wir nochmal warten, dass da Sauerstoff reingemacht wird. Lul. Ja, schön. Guck an, so brettern sie hier lang, ne? Ah, köstlich. Immerhin fliegen sie nicht wie Hulle. Wisst ihr noch? Hulle... Ab nach oben. Hey, Hulle, was willst du denn da oben? Das war schon lustig. Oha, hier scheint es jemanden erwischt zu haben. Oder ist er ganz neu? Lass mal gucken. Der Elo, der ist alt, der ist nicht neu. Hat sich erwischt? Ja, schade, dass wir das jetzt nicht gesehen haben. Er versucht die erstmal zu beruhigen durch Traubenessen. Hat aber anscheinend keine gefunden, man munkelt. So, jetzt eine Horde Wölfe wäre noch cool, ne? Los, wo sind die Wölfe? Die kennen ja den Bambi-Shots nicht, die Tiere. Deswegen wäre das mal lustig, wenn die Viecher denn auf Bambis gehen, ne? Aber irgendwie ist unsere Welt hier ein bisschen ausgestorben. Wo sind die ganzen Viecher, Alter? Manu! Ja, das ist ja doof, ne? Also mit diesen, manchmal diesen Lecks und sowas. Ich habe das ja im Stream wieder mitgekriegt. Das leckt auf einmal. Ich weiß nicht warum. Ob wir, sind wir zu viele Spieler oder sowas? Also das ist nicht, ist ja nicht normal hier, ne? Deswegen, Cracky versucht jetzt, oder der hat, bis das Video rausgekommen ist, dann hat er diese Kartbahn, glaube ich, schon wieder zurückgebaut oder sowas, weil das einfach zu viele Items sind. Wir müssen leider uns immer wieder was einfallen lassen. Deswegen habe ich auch schon gesagt, also wenn das gar nicht mehr geht, dann müssen wir vielleicht irgendwann wieder so einen Vibe machen, ne? Einen vorzeitigen Vibe, Leute. Es nützt ja nun mal nichts. Also bevor hier die Spieler überhaupt nicht mehr sich bewegen können oder spielen können oder sowas, mache ich den Server lieber nochmal platt. Der hat ja mittlerweile auch wieder Patche und sowas alles gekriegt, ne? Dann kommt dieser alte Schrott, der wird dann gelöscht und dann fängt das hier alles wieder frisch an. Da müsst ihr bei euch aber auf dem Heim-PC dann auch den Scum-Ordner komplett mal löschen und einmal vernünftig neu runterladen, das Spiel. Das dauert ja auch nicht so ewig lange und das kann man ja sonst auch über Nacht machen oder wie auch immer. Nur dann läuft das bei euch zu Hause auch wieder um einiges flüssiger. Weil mein Scum-Ordner ist, glaube ich, schon 2 Jahre jetzt. Den habe ich irgendwie noch nie gelöscht oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch immer wieder ein Grund ist, warum das langsamer wird, vollgestopft ist, fatale Errors kommen oder Cache-integrierte Fehler oder wie diese Meldung da ist, ne? Kann alles mit zusammenhängen. Man munkelt. Ja, und wenn ich das mal mache, ich glaube, ich mache das gleich mal hier nach, ey. Dann kommt vielleicht die Grafik auch ein bisschen schneller bei mir, wisst ihr? Das dauert mir nicht zu lange, ey. Oha, wer ist es? RIP, Freddy, Tansha, Simone, hätte ich fast gesagt, Samoa, so. Das Gerippe, frei für alle. Oh, das ist aber lieb. Hier, guck mal, ist frei für alle. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier gerade sind. Aber, liebe Freunde, ihr seht es mittlerweile. Ihr seht, dass hier doch eine Menge los ist, ne? Ey, so, das wäre auch geil, wenn du als Admin ein Tier lenken könntest. Ne, jetzt, wo ich gerade hier auf dieser Ebene so bin, so, dass du dich in so einen Hund anklickst oder so, ne? Und dann... Und dann läufst du hier so rum und dann guckst du dich so um und sowas, ne? Und die Spieler denken, das ist ein ganz normaler Hund, dabei steuern wir diesen Hund, wisst ihr? Das wäre auch geil, oder? Dann würde ich da hinlaufen, erstmal mein Beinchen heben. Hier geblieben. Du kriegst jetzt ein gehobenes Beinchen. Ja, ja, brauchst gar nicht so zu gucken, wer ist es? Freddy. Komm ich hier als Hund an? Dann suche ich sein Beinchen. Und dann wird abgestrullt. Und dann schnell weg. Schön. Ja, die anderen, die sind ja irgendwie hier auf der Seeseite, ne? Die anderen kommen ja irgendwo von hier hinten. Oh, guck mal, hier ist eine Tanke. Pass mal auf, gleich fahren sie lang. Hier ist nochmal eine geile Insel. Da könnt ihr auch ein Haus drauf bauen oder sowas. Wir bieten euch ja wirklich alle Möglichkeiten hier an auf dem Server, ne? Also ihr könnt diese Insel natürlich bebauen, so viel ihr wollt.
Guck mal, hier ist noch ein Dings hier. Weil man kann ja mittlerweile mit Schiffe hin und her und sowas, ne? Das kann ich mir auch cool vorstellen. Ja. So, und das hier. Ja, Schätze nach Schätzen tauchen und so. Das geht ja auch schon. Da müsst ihr auf jeden Fall eine Brille mitnehmen und hier diese Schnorchel. Dann habt ihr ein bisschen mehr Luft. Lustigerweise. Dass du da so ein bisschen tiefer tauchen kannst. Und dann müsst ihr hier so reintauchen, gucken. Und da sind schon die Dinger hier. Also ich zeige, ich weiß nicht, ich glaube, es machen nicht oft von euch welche die Tauchereien. Ich will euch aber hier mit so nur zeigen, dass es hier auch wirklich was zu holen gibt. Guckt einmal diese ganzen Kisten und sowas an. Seht ihr das? Das ist ja der ganze Frachtraumkram. Hier ist irgendwie voll. Hier sind überall die Kisten runtergerutscht. Ja, und die kann man erreichen. Auch mit Schnorchel kommst du hier hin. Hier musst du aufpassen. Das ist natürlich jetzt im Schiff, wegen deiner Luft halt, ne? Kannst du hier einen Bogen machen. So, hier sind Kisten. Dann kannst du hier wieder schnell zurückschwimmen und dann hier hoch. Und dann, bups, kommst du an der Wasseroberfläche. Guck mal, so tief ist das gar nicht. Also das schafft ihr hier. Das Ding könnt ihr zum Beispiel jetzt looten, ne? Mit einer normalen Ausrüstung. Ist schon toll gemacht, finde ich. Oder was sagt ihr dazu? Ich finde das geil. So Schiffe und so sieht schon cool aus. Aber was ich mir selber ja noch wünsche, ist, dass wir so riesige Dampfer und sowas selber fahren können. Ne? Da fällt mir gar ein Kommentar ein, ob ich nicht lieber Call of Duty oder sowas spielen soll oder Battlefield. Weil ich ja Schiffe haben will, die schießen können. Ne, ich finde, das passt hier auch rein so ein bisschen, ne? Kann man doch machen, warum denn nicht? So ein paar kleine, also nicht so mega übertrieben, aber so ein bisschen, wisst ihr? So eine kleine Bordkanone oder sowas kann doch nicht schaden, mein Gott. Hauptsache halt so ein Schiff fahren. Das muss schon geil sein. Du kommst hier mit deinem Flugzeugträger. Ey, Flugzeugträger, das wäre cool. Und dann noch so kleine Helikopter da drauf. Aber auch keine Hightech, sondern nur so diese Dreirad-Helikopter oder wie die heißen, ne? So, dass das so ein bisschen töfflig aussieht, ne? Wenn du damit losfliegst. Wie so eine kleine Hummel dann. Auf jeden Fall wäre das bestimmt lustig und das würde auch für mehr Action und Fun hier sorgen, ne? Ja, ich habe jetzt gedacht, die anderen, die fahren hier irgendwo in der Nähe rum. Aber hier ist gar nichts, ne? Guck an. Vielleicht sind die doch meilenweit entfernt, weil die waren doch irgendwo hier, irgendwo am Wasserrand, ne? Oder? Was ist das da? Ah, das sind sie doch, ne? Guck mal. Das ist ja lustig. Ja, weil das sind ja auch Rips, Leute. Das sind ja auch diese Grippe. Deswegen habe ich mir das gedacht, dass die sich da wahrscheinlich irgendwie gerade versammeln und treffen. Und die sind tatsächlich mit Sicherheit auf dem Weg dahin zu den anderen. Sind das für Punkte hier? Guck mal. Was irgendwie hier fliegen hier, die mich hier umkreisen oder was? Das ist ein bisschen komisch gerade hier aus, ein bisschen gruselig. Haben wir eine Grafik einen weggekriegt jetzt hier oder was? Hallo? Hier sieht wirklich ein bisschen komisch aus, ne? Kloppt wieder hier. Okay, geil. Sieht auf jeden Fall cool aus. Guck mal, wenn man das von oben so guckt, ne? Ein bisschen gruselig irgendwie, oder? Das ist tief und dann... Und das hat schon was. Ja, das Boot ist langsamer, aber fährt dafür natürlich ein bisschen länger als das Schnellboot, ne? Gut, gut. Haut rein, Jungs. Man sieht sich. Gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann bis dann.